Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke EBP. So, moin moin. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Empyreon. Was mir sofort auffällt, sind diese hässlichen Schatten. Meine Güte. Die sind ja widerlich. Ich muss mich erstmal zurechtdrücken. Tut mir leid, Leute. So. Ja, das geht ja mal eigentlich gar nicht. Aber okay. Ja, ich hatte einen Elektriker da. Total cool. War ganz easy. Meine Güte. Bin ich behämmert. Einfach hier oben. Musste ich einfach nur Strom anstellen und zack, lief die Hütte. Ne, probeweise habe ich schon mal produziert. Ich habe jetzt hier irgendwie so eine große, genau, so eine Texturkanone. Ne, kann damit hier fleißig die Wände anmalen. Ich habe jetzt mal alles schick weiß gemacht. Naja, schick haben wir da eingestellt, aber es ist jetzt mal alles weiß. Ne, dann habe ich hier noch so ein kleines Treppchen gebaut, dass ich hier oben jetzt vernünftig zu meinen Solarkollektoren komme. Anscheinend habe ich auch genug Strom, dass ich den Scheiß hier eine Weile nachts laufen lassen kann. Ne? Keine steht da. Okay, war nicht schlecht. Ich habe mir da eigentlich so eine Lampe als Indikator hingebaut. Naja. Aber wie ihr seht, es läuft. So, was würde ich jetzt ganz gern machen? Eigentlich wäre es, glaube ich, eine nette Idee, jetzt ja, hier erstmal so ein dieses Tutorial weiterzumachen. Sprich, Moment, ich stelle nochmal gerade den Spielsound ein bisschen runter. Ist mir jetzt mal aufgefallen, dass es etwas laut war. So, ja, lass uns doch mal das Fahrzeug bauen, diesen Bodengleiter. Und dafür brauchen wir Craft Vessel Starter. Dann fangen wir damit doch gleich mal an. Gucken, wo wir den finden. Das ist Basisstarter. Das Essen. Haben wir den hier mit drin? Nö. Haben wir den? Das ist ein Sensor, Blakeks. Anzugstation wäre vielleicht auch interessant. Container-Kontrollelement, drahtlos. Wir haben so viel Scheiße, ey. Container-Drahtlos-Erweiterung, Treibstofftank. Ich glaube, das muss ich tatsächlich erst freischalten, oder? Muss ich hier rumschalten? Ne, das ist, glaube ich, nur ein Filter. Ja. Gut, müssen wir mal so gucken. Für jede Struktur. Wir haben keine Struktur. Und zwei Tank, Klonkammer, Containerlager, Kühlschrank, Generator, Andockplatte, Treibstoff. Bodeneffektantrieb. Den brauchen wir, glaube ich, auch. Gucken wir mal. Power Vessel. Okay. Guck mal hier im Tech Tree. Bodengleiter, da haben wir es doch. Detektor, O2-Station, Kühlschrank, Minigun. RCS, Drehmomenteinheit. Ich denke mal, die könnten wir gebrauchen. Schubdüse wahrscheinlich auch. Holzvollernte, okay. Cockpit, Andockplatte, Scheinwerfer. Ja, auch die können wir wahrscheinlich gebrauchen. Rolltor, wie auch gleich haben. Aber hier ist auch nicht dieses Fahrzeug, irgendwas, Starter-Ding. Aber mir fällt gerade ein, wir haben das Tutorial ja quasi schon ein bisschen zu weit gemacht. Das heißt, portabler Konstruktor, vielleicht haben wir das hier mit drin. Beziehungsweise das Tutorial haben wir eigentlich überschritten. Zack, hier steht nichts. Bodengleiterstarter. Stahlblöcke und Kern. Ist der echt hier nicht drin? Das ist ja total affig. Nee, hier ist er nicht drin. Das ist ja bescheuert. Gut, dann müssen wir hier an unseren Container. Dann nehmen wir so Scheiß mal wieder rüber. So. Und gehen dann an unseren. Geh auf hier. Netten klein. Den ganzen Scheiß da rein, hauen das in die Produktion und legen uns dann pennen. Wird schon werden.
Zack, zack, zack. Noch irgendwas Wichtiges. Ja, komm, was wir da haben. So, dann gehen wir hier rein. So, den Bodengleiterstarter brauchen wir. Dann Cockpit. Das dürfte ja wohl irgendwo hier sein. Ja, am Cockpit. Dann Ground Repulsor Engines. Treibstofftank, Schubdüse S. Jetzt ist es die Drehmomenteinheit. Schwebesystem, das dürfte es ja wohl sein. Ne, keiner nicht. Das ist wohl doch nicht. Bodeneffektantrieb. Ground Repulsor Engines, ja, kommt hin. Drei Stück sollen wir davon bauen. Dann Generator und ein Treibstofftank. Gucken wir mal. Generator klein. Und ein Treibstofftank. Wo haben wir denn? Anzugstation. Klein. Treibstofftank, da haben wir ihn. Jo. Ja, Treibstofftank oder Treibstofftank T1? Hm. Das ist die Frage. Luftdicht, Größe, Radioaktivität. Oh geil. Achso, ah, da. K einmal für KR und einmal für BG. Ja. Jetzt bin ich schlauer. Bodengleiter BG. Den für BG brauchen wir. Das ist der für. Gut, haben wir den richtigen. Der ist aber falsch. Was für ein Scheiß man hier achten muss, ey. Was habe ich denn da jetzt rausgenommen? Den. BG. BG. Das war der Generator, ne? Düpp, 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 düpp. Generator klein für BG. Generator BG. Da haben wir ihn ja. So. Und dann fehlt noch. Power Vessel. Whatever. Cockpits, was könnte denn das sein? Nee. Okay, wir noch ein anderer Generator. Egal. Was ist das? Was hat uns hier ins Ohr geschnauft? Ich glaube, wir gehen jetzt mal pennen. Kein Bock hier noch überfallen zu werden. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Frühstück. So. Zack. Einmal fix ein bisschen Gemüse ernten. So, Power Vessel fehlt. Was auch immer Power Vessel ist. Muss man zwei so eine Protein-Dinger hier machen. Zack, zack. Ja, schon dabei sind wir nur ein bisschen Gemüsesaft. Und jetzt soll ich den Scheiß ja auch schon bauen. Ist ja alles fertig, außer Power Vessel. So, dann wird das mal schon rein. Ja, wir räumen mal ein bisschen um. Ja, ihr seht, ich habe noch ein paar Solarplatten vorbereitet. In weiser Erwartung. Okay. Okay. Cockpit Legacy. Offen Legacy. Man hat durchaus Auswahl, meine Fresse. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich bauen will. Gut, wird eher ein Bodenfahrzeug. Ah, ich muss erst den hier bauen. Genau. Okay, der schwebt auch so leicht. Bauen einfach mal hier. Das liegt auf dem Boden. Okay, ich glaube, dafür könnten wir ein bisschen Stahl gebrauchen. Das machen wir uns mal noch fertig. Ist auch. Was war das hier? BG, ne? Das ist BG, genau. Dann brauchen wir die hier. Oh, 10 Stück von.
Rappel, das war's mit der Facecam. Ja, es liegt hier alles noch ein bisschen uncool. Muss mal gucken, dass ich das alles... Und Kontakt verloren, super gut. Ach, Mann ey. Zack. Und da ist er wieder. Wupp, wupp. Schick ins Bild, ist ja eh nicht viel passiert. So, das ist doch ganz gut. So, hier können wir ein bisschen was ranbauen. Okay, die sind ja, also ich glaube, ich brauche mehr. Nur so als Idee. Ja, ich brauche viel mehr. Das wird ja sonst gar nichts hier. Machen wir mehr hiervon. Machen wir ruhig 30. So, jetzt erstmal hier ein Grundgestell zimmern. Dann nehmen wir grundlegend erstmal die Teile hier. Zack. Zack. So. Das wird ja irgendwie was Schwebendes, wie mir scheint. Aber auch schnell verbraten, meine Herren. So. Dann. Wie muck wie dies, wie muck wie dies. Ja, ich glaube, so eine Tonne hier haben. Ach, das ist ja jetzt so beschissen. So. Genau, und dann. So. Zack. Zack. Zack, zack. Und dann kommen da die Repulsoren dran. Glaube ich zumindest. Zack, zack, zack. So, dann der Repulsor. Da habe ich schon was gedacht. Wie kriege ich den jetzt da drunter? Kann man das mal verraten? Dann kommt der hier hin und dann bauen wir hier gleich noch mal so ein paar Tonnen dran. Quatsch. So. So und so. Was sind denn hier für Viecher? Meine Fresse. Gehen die mir auf den Sack. So, so. Dann wieder so ein Repulsor. Ich glaube, ich will davon. Ich will 4 da dran haben. Aus Prinzip. Das dauert eine Weile. Hier noch. Ja. Nehmen wir auch gleich mit. So, und dann machen wir die anderen beiden da vorne hin. Aber nicht direkt daneben. Machen wir so. Und so. Kommt einer hier hin. So, dann muss ich aber schon... Gott, ist das riesig. So, wenn da die Repulsoren sind... Da muss ja auch irgendwie ein Tank ran. Meine Herren. Ein Stückchen mehr nach vorne. Okay. Ja. Dann ist das... was ist denn das? Das ist der Treibstofftank, das ist der Generator. Was ist der Generator? Das ist auch gar nicht so groß. Woo! Hätte ich aber lieber ein bisschen geschützt. Kann ich da nachher durchgehen? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Generator. Und können wir eigentlich hier zwischensetzen. Den Treibstofftank. Ran? Ja, ich muss da immer wieder rankommen. Ja, gut, komme ich ja hin. Das sollte gehen.
kommen? Nee. So, Power Vessel. Was ist. Was könnte hier Power Vessel sein? Zweiter Klonkammer, Scheinwerfer, Frachtboxen, Kühlschrank, Energiekondensator. Schubdüse. Das könnte es sein. Was fehlt mir? Nanoröhren. Was brauche ich denn für Nanoröhren? Kohlenstoffsubstrat und dafür brauche ich Pflanzenfasern und Gesteinsmehl. Fehlen mir schon wieder Steine. Leck mich fett. Da kann ich kein Gesteinsmehl brauchen. 5 Schotter. Leck mich fett. Aber gut. Kriegen wir auch hin. Den machen wir nicht gleich hier vorne, sondern. Ja, muss was zu essen. So ein Loch, weil das scheiße aussieht. Oh. 12 Stück, das ist eine Menge. Und davon wäre ich eine Weile satt. So, oh. Die sieht nicht glücklich aus. Die blöde Spinne. Hau ab. Alter, du schnell. Hau ab, ey. Du genauso. Ich will hier noch ein bisschen Steinsamen. Kommt mal klar, ey. So, dann buddeln wir uns hier gleich mal am Boden rein. Damit es ein bisschen. Ach, guck mal, das sieht doch hier schon schön. Oh, ist auch schön. Ne? So, Rohstoffabbau. Hier schon mal Steine. Plock. Hier nochmal ein. Danach müssen wir halt buddeln. Da ist doch Stein. Ja, ja, ich muss erst näher aufsetzen. Ich habe aber kein. Oh, das ging schnell mit dem Ertrinken. So, kriegen wir hier schon was? Wäre schön. Schotter, perfekt. Ja, auch Schotter. Hier gibt es ja einfach nichts. Doch, war auch sehr gut. Jetzt hier ein bisschen Schotter her. Das blöde Nano-Röhren bauen können. Die Mine. Ja, es ist wieder einmal viel gegrindet. Ich werde wohl nochmal wieder so ein Zwischenspielchen machen, nur einen Haufen Rohstoff holen. Damit ein bisschen was kommt. Aber hey, wie cool wäre das, wenn wir jetzt erstmal zum Schwebefahrzeug durch die Gegend heimeln können. Ich hoffe, die Steuerung wird besser. Bisher war die eher unterirdisch. Können wir gleich mal die Wasserphysik testen, wa? Wenn wir schon mal dabei sind. Mal sehen, ob das Wasser hier reinfließt. Ja. Da kommt einfach Wasser. Okay, es gibt einfach so ein Null-Level anscheinend. Wo drunter immer Wasser ist. Sprich, Unterwasserbasen werden schwierig. Das ist mir gleich viel besser rübergekommen. So. Ich habe meine Basis übrigens in den Namen Home One gegeben. Da sehe ich schon wieder einen Spinner. Bloß ab, ey. Kräuter. Ja, Zellulose habe ich zum Glück noch ein bisschen. Das ist ja ein geiler Baum da hinten. Richter-Ding. So, und hier hinten kann ich doch bestimmt nachher noch Transportboxen raufbauen. Dann sieht das vielleicht auch nicht mehr ganz so behämmert aus. So. Jetzt habe ich hier nochmal ein Bodeneffekt-Ding. Und jetzt kann ich doch immer noch nicht. Mir fehlen immer noch Nano-Röhren. Wie kann ich den jetzt herstellen? 5 Stück. Dann gib ihm. Ist ja jetzt bitte das Problem, du Scheiße. War die jetzt zu kompliziert oder was? Zack. Hä? Was ist denn hier sein Problem?
Ich habe 5 Nanoröhren. Und was soll die grüne 2 dahinter? Ist doch behämmert. Ich hole mal noch ein bisschen Stein. Vielleicht brauche ich 10. Das ist die 2 einfach für 2x5 steht oder irgendein Scheiß. Weiß der Geier. Dem muss es das Richtige sein. Hey. So. Auf geht's, Lochbuddel. Falsches Gerät. So. Gib mir Schotter. Führ mich zum Schotter. Also ich krieg offensichtlich keinen Schotter. Gut. Geht's wieder rüber auf diese pimmige Insel. Moped. Zack. Und los geht's. Unsagbare Geschwindigkeit. Da sind wir auch schon. Jo, das ist auf ewig weg. Das sehe ich nie wieder. Ja. Und tschüss. Scheiße. Also hätte ich jetzt einen Helm vielleicht, aber nö. Wäre ich da jetzt mit reingefahren, wäre ich verreckt. Hier war vorne ein Stein, ey. Nichts anders gelaufen? Eigentlich nicht. Das ist, ja, Silizium, egal. Wir nehmen mit, was da ist. Ich muss mir schon wieder ein neues Moped bauen, ey. Obwohl ich fische. Zichte da, glaube ich, drauf. Ich habe ja sowieso gleich Dings hier. Dieses Bodeneffektfahrzeug. Boah. Fand ich selber eklig. Tut mir leid. Alter, wie schnell ihr auch verreckt. Komm mal klar. Junge. So, und jetzt. Komm. Spring oft auf den Stein. Junge, Junge. Der verreckt schneller, als ich gucken kann. So, kriege ich hier jetzt Schotter. Gib mir wieder Schotter. Da, da. Es steht übrigens, falls ihr es nicht gesehen hattet, unten links neben die Multitool jetzt. Ach komm schon. Ich habe jetzt keinen Bock hier so umständlich nach ein bisschen Stein zu suchen. Ja, so schwer sein. Zack. Ist abgetragen, ist das gut. Bergmann Ragnar. Läuft doch. Zack. Gönn die. Diesmal nehme ich gleich ein bisschen mehr mit. Jetzt renne ich hier gleich wieder rüber. Wahrscheinlich ist das Ding noch nicht das Richtige und dann muss ich wieder was anderes bauen. Und dann wahrscheinlich noch wieder Steine. Und ach. Ich mach das weg. Ewig und ich krieg keinen Schotter. Gib mir, gib mir, gib mir. Es ist irgendwie auch nicht so richtig ersichtlich, wo ich denn die Schotter gewinnen würde und wenn nicht, das ist tatsächlich ein bisschen assi. Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist alles Stein, was ich da baue, aber das Spiel sieht das anscheinend anders. So, jetzt tun. Okay. Relativ zügig durchs Wasser rennen, das ist schon mal was. Ja, ich habe selber gesehen, dass ich da keinen Sauerstoff hatte. Nur der Typ kann ja nicht mal 5 Sekunden die Luft anhalten. Unfähige Arsche, ey. Ich hätte da einen Tipp: einatmen, bevor du ins Wasser gehst. Aber okay. Sieht das Spiel anscheinend anders. Und naja. Wäre ja auch nicht zu viel im Maul. Ich muss irgendwie die Kamera noch anders positionieren, sehe ich gerade. Das mit meiner Hand da vorne ist ja befremdlich, nenne ich es einfach mal. So, das letzte Bodeneffektgerät. Zack. Ich kann schon mal einsteigen, das ist schon mal gut. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie noch Sprit herstellen. Ich habe noch keine Ahnung wie. So, darf ich. Was? So, darf ich das Ding jetzt herstellen? Na, geht doch.
Schubdüse. Klingt nach, soll hinten ran. So, und fängt ich hier komisch rum eiern. Okay, muss schon mal gucken, dass ich das hier irgendwie ein bisschen verfeine. Weil das sieht ja so nach gar nichts aus, ne? Ist hier rüber? Ja, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das passt ja super. Sowas hier. Rolle. Machen wir mal so. Der meint, also die Sprungphysik ist. Ich glaube, ich bin in der Nähe vom Generator und ich glaube, das findet mein Typi nicht so schön. So, dann kommen die daneben. Und jetzt müssen wir das da irgendwie noch ein bisschen wegkriegen. Damit geht es nicht. So. Nein. Genau andersrum. Bräuchte ich sie eigentlich? Nö. Schon gar nicht. Naja. Gut. Machen wir den hier erstmal weiter. So. Kann ich hier an die Waffen ranbauen? Dann würde ich das hier als Waffenplattform nehmen. Und würde das hier weiter nach hinten durchziehen. Ist vorerst. Das Ding hier langsam fertig. Geht. Ich würde dann glaube ich auch bei Zeiten noch eine zweite Schubdüse hier unten. Wow. Aha. Die kann ich aber hoffentlich anders drehen. Ja, verdammt mein. So. Die machen wir mal dahin. Ich brauche mal noch eine zweite von. Hoffnung hat dann mehr Power. Und dann kann ich schon mal gucken, wie ich den Kraftstoff herstelle. Treibstoff füllen. Und ich sehe gerade, es ist kein Power-Wessel gewesen. Ich brauche noch was anderes. Aber gut. Oder heißt es, ich soll das Ding mit Energie versorgen, einfach nur. So, und Bodengleiter. Craft Fuel Tank. Power Vessel, the whole structure. Be it vessel or base needs to be powered. Okay. Geh mal hin. Ah. Okay. Hat schon mal Strom. Basic Building. Witzbold. Okay, das Ding hat Strom. Die Frage ist, wie stelle ich Treibstoff her? Wie ist das hier überhaupt? Nur zwei Flaschen. Hier. Biokraftstoff aus Pflanzenfasern. Bauen wir mal zweimal. Das Ding bauen wir auch noch an. Ran. Dann ist das Ding immer noch irre hässlich, aber es wird. Davon brauchen wir noch gefühlte 100 Stück. Ich glaube, mit Schiff war das ja. Machen wir noch 100. Auch eine Stahlplatte. Ja, und Stahl habe ich glaube ich noch ein bisschen. So, dann gucken wir, dass wir noch mal kurz da einsteigen und dann war es das auch schon wieder für heute. Hier steht Zeit rum. Hopp, 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 hopp. Meine Frau will unbedingt das Video. Dum, dum. So. Okay. 2% gehabt hast, das ist ja nichts.
reicht das hier auch nur, um eine Turbine anzutreiben. Kann ich endlich die Bellen töten? Nein. Reine Deko. Oh. Oh ja, der ist definitiv schnell. Kann ich die Kamera hier umschalten? Ha. Der ist aber nicht viel beweglicher, aber gut. Das ist sein Anfang. Schwebehöhe 75 mm. Angedockt? Nein. Schwerkraft 1,03 g. Okay. Wow. Warum kann ich denn hier nicht in Third Person? Okay, ich glaube, ich brauche vorne noch eine Düse. Boah, ist das assi. Aber gut. Ich glaube, ich werde mir da vorne einfach noch ein paar Düsen ranbauen. Stromverbrauch 2%. Strom für O hält aber lange. 35 Minuten. Wenn ich jetzt Gas gebe, 14 Minuten. Und einmal umgefallen. Okay, ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Buggy ist oder was auch immer. Dann fliegt er da nach raus. Ja, danke. Das ist doch scheiße. Okay. Aber es ist ein Anfang. So, da war Power raus. Pilotenmodus. Wir sehen, was Pilotenmodus ist. Ja, natürlich kein Strom. Passiert auch nicht viel. Also ich kann jetzt zwar noch weiter fahren, aber... Oh, na komm. Ist doch scheiße. Ja, ich drehe euch nachher das Bild. Wird super gut. Da ist mein Zelt. Dann breche ich mir jetzt nochmal das Bein. Bitte haltet das Schiff an, um auszusteigen. Witzkeks. Ja, unsere erste grandiose Konstruktion. Massiv fehlgeschlagen. Mit nur einer laufenden Düse. Ich glaube, ich brauche dann einfach einen zweiten Generator. Den sollte ich dann vielleicht auch direkt dahinter bauen. Aber ist natürlich erstmal doof. Aber gut. Wir haben unser erstes Fahrzeug gebaut. Es ist hässlich wie die Nacht und fliegt sich scheiße. Aber scheiß drauf. Wir haben ein Fahrzeug. Ne? Und... wieder mal ein Mal ins Schein geschafft. Sonne geht gerade wunderbar unter. Fräsen wir noch mal was. Und dann lasse ich euch hier mit diesem ziegelroten Wasser einfach mal aus der Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.